Frau Abgeordnete Kogler. Gudrun Kogler von der ÖVP ist die nächste Rednerin. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Noch ganz kurz, jetzt am Ende dieses Tagesordnungspunktes möchte ich als Menschenrechtssprecherin meiner Fraktion danken, dass wir doch im Bereich Menschenrechte so gut und in vielen Punkten weit über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten kann. Und dir, Eva Ernst Cicic, gebührt dieser Dank auch ganz besonders. Der Hongkong-Antrag, ich freue mich, dass er eingebracht werden konnte, aber auch der Antrag, wie du richtig gesagt hast, zum EU-Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit hat wirklich zu einem Erfolg geführt. Denn in den internationalen Medien, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unser Antrag in vielen Ländern zitiert worden. Auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz der Europäischen Union wurde zitiert oder auch der Oberrabbiner von Moskau, der der Europäischen Rabbinerkonferenz vorsteht, und eine Initiative von 135 Abgeordneten zum Deutschen Bundestag und eben auch unser österreichischer Antrag. Und hat dazu geführt, dass heute Morgen die Kommission gesagt hat, sie geben nach und sie werden diesen Sonderbeauftragten wieder einsetzen. Und ich möchte... Und ich möchte unterstreichen, wie wichtig dieses Amt ist, mit einem Zitat von einer pakistanischen Mutter, und viele von Ihnen werden das in Zeitungen gelesen haben, Asia Bibi, die wegen angeblicher Blasphemie in Pakistan 8 Jahre lang in einer Todeszelle gesessen ist. Und durch die Arbeit des Sonderbeauftragten der Europäischen Union konnte sie vor wenigen Monaten nach Kanada ausreisen mit ihrer Familie. Und sie hat gesagt: Ich bin dem EU-Sonderbeauftragten Jan Fiegel unendlich dankbar. Mir fehlen die Worte, um ihm adäquat zu danken. Und diese wichtige Arbeit kann jetzt auch aufgrund unserer Zusammenarbeit für Menschenrechte weit über Parteigrenzen hinweg weitergeführt werden. Danke dafür. Gudrun Kogler von der ÖVP bedankt sich bei den anderen Fraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit im Bereich Menschenrechte.